vor noch 10 Jahren hätte im Burgenland niemand auf Güssing gesetzt. Doch steter Tropfen hüllt den Stein. Heute zählt die Gemeinde europaweit zu den Top-Zentren für erneuerbare Energien. Demonstrationsanlagen reihen sich an Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Sonnenkollektoren an Fernwärmewerke. Güssing liegt plötzlich auf der Sonnenseite. Der Ökoenergietourismus blüht und die eigene Solateurschule sorgt für Nachwuchs am Photovoltaiksektor. Aber im Ökoenergieland wird mit Hochspannung bereits am nächsten Schritt der Nutzung erneuerbarer Energien gearbeitet. Und das in 50 neuen Firmen mit mehr als 1000 zusätzlichen Arbeitsplätzen.